Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Pokémon Karmesin Folge 141-001. Denn wir starten heute in ein neues Abenteuer. Wir starten in das DLC der Schatz von Zone 0, die türkisgrüne Maske rein. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt tatsächlich beim zweiten Mal hier beim Aufnehmen. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt einfach mal das Game. Ich hoffe, dass wir nicht schon in Kitagami sind, denn ich habe vorhin schon mal gespielt und anscheinend hat OBS gesagt, nee, Brudi, ich habe keinen Bock aufzunehmen, was natürlich sehr, sehr schade wäre. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt klappt und dass wir nicht schon in Kitagami starten. Und ich habe es befürchtet, wir sind schon in Kitagami. Was ein Desaster. Ja, ist natürlich nicht cool. Ist natürlich nicht cool, dass wir hier schon rauskommen. Vor allem, weil ich auch noch gar nicht gespeichert habe. Was auch ein bisschen blöd ist eigentlich. Pokémon-Bericht. Genau. Ich hatte nämlich hier rangemacht eigentlich, dass wir hier die Attacken ein bisschen umgestalten. Von unseren Pokémon. So. Jetzt muss ich natürlich schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass wir diese Reise antreten können nochmal oder dass ich zumindest diese Szenen von dieser Reise reinkriege, ohne dass wir Probleme kriegen. Genau, sollte es der Fall sein, werde ich es davor reinschneiden. Müssen wir mal gucken. Bringen wir das mal kurz in die Reihenfolge, wie wir es brauchen. Genau. Wir haben, was habt ihr für Attacken? Tiefschlag, Erstauner, Walzer. An alte Attacke erinnern. Panzerschutz, okay, hat er. Ja gut, Level 12 hat noch nicht so viel. TM verwenden. Terrorausbruch. Okay, ja, vielleicht findet man noch ein anderes Knapfel. Müssen wir mal gucken. Und du bist mal heftigst auf Ding ausgelegt. Finstertreffer. Wuchtschlag, Nahkampf, Konter, Power Punch. Ja, ich bin jetzt mal so frech. Das heißt, wir lassen Nahkampf und Dinge mit drin. Tiefschlag ist nicht schlecht. Und nachdem wir ein Kampf-Unlicht-Pokémon sind, ist es, glaube ich, auch für Wulowoso nicht schlecht, sich zum Beispiel an Finstertreffer zu erinnern. Statt Wuchtschlag. Genau, und dann ändern wir hier die Reihenfolge mal und dann passt das auch. So, dann haben wir zumindest drei Pokémon, die hier kämpfen können. Da haben wir schon ein paar Sachen eingesammelt. Strawickel. Wir haben Pfiffchens hier, wir haben Janmas hier. Wir befinden uns auf einer Mission der Blaubeerakademie. Die gute Frau hier ist aus Einall, die dieses ganze Projekt dieses Mal leiten darf. Ich glaube, das ist schon ein netter kleiner Hint an unsere nächste Edition, die wir wahrscheinlich bekommen werden. Das ist wahrscheinlich dann die Reise Ränkeschmied, das ist auch nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich dann die Reise nach Einall. Wir haben Felinus, wir haben kleine Pfiffchens. Ich mag Pfiffchen, wer mich kennt, großer Pfiffchen-Fan hier. Weberak. Wir haben eigentlich alles. So, und ich spreche sie jetzt nochmal an, damit ihr, glaube ich, ich hoffe, sie sagt jetzt nochmal, was wir machen müssen. Könntest du dich schon mal nach Midoriya aufmachen und den Verwalter im Gemeindehaus von unserer Ankunft unterrichten? Ich bin übrigens selbst auch zum ersten Mal hier. Die Ländlichkeit ist wahrlich atemberaubend. Muss man zustimmen. Schaut wirklich so aus, ja. Schaut gut aus. Vor uns liegt das Dorf Midoriya. Es wird uns quasi als Basis dienen. Schönes kleines Dorf. Ah, mein Kopf brummt auch ganz schön. Jetzt kann ich verstehen, wie sich Anton immer fühlen müssen. Ihm geht's nicht gut, deswegen schicken sie uns vor. Ganz einfach eigentlich erklärt. Ich bin zum ersten Mal außerhalb von Paldea und wow, selbst die Luft riecht anders. Hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Die Busfahrt war aber auch unheimlich holprig. Ja, das ist immer ein bisschen doof. So. Haufen Items erstmal gleich zum Anfang hingeklatscht. Also das ist mir schon aufgefallen.
Jetzt bin ich dann Strawickel, ein paar Pokebälle, Siedelbeeren. Da hinten ist noch mehr. EP-Bonbon XS. Was finden wir hier noch? Oh, wir haben Pfiffchen übersehen. So. Leveltechnisch sind wir auf gutem Level. Glur hat Level 50, Pfiffchen hat Level 57. Deswegen werden wir Glur wahrscheinlich jetzt nachher gleich noch ein bisschen aufpäppeln. Weil eigentlich nicht, eigentlich wollte ich noch ein bisschen warten, was wir über Training selber machen können. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. So, Pokéball mal 2. Können wir hoch? Ja, hier können wir hoch. Können wir hier auch hoch? Nee, da oben läuft zum Beispiel ein Krebskorps rum. Was ist das, was ich muss sagen muss, echt extrem cool finde. Da steht einfach ein Felino rum in der Pampa. Ich finde, das ist vom Ding her, ich war noch nie in Japan, muss ich jetzt dazu sagen, aber es schaut schon ein bisschen aus wie so Japan, ne? Also ich habe schon hier jetzt eher so das Gefühl, es ist eher ein bisschen Japan als manch anderes Ding, wo wir bisher so unterwegs waren, an Ländereien und Co. Was ich aber sagen muss, ich finde es noch ein bisschen ruckelig, kann das sein? Es ist nicht ganz so rund. Es ist noch nicht ganz so rund. Hey, da vorne stehen zwei komische Gestatten. Hammer, sieh mal! Hey, du bist von dieser Akademie in der Paldea-Region, oder? Wie cool. Sei still, Jo. Ich bin Hanna. Einen Fremden wie dich lasse ich nicht einfach so nach Midoriya spazieren. Nichts da. Wenn du trotzdem unbedingt ins Dorf willst, müssen wir das wohl in einem Kampf regeln. Hanna, komm schon, du willst doch einfach nur kämpfen. Das ist nicht fair. Halt die Klappe! Beachte meinen kleinen Bruder einfach nicht. Menno. Also, dann mach dich bereit. Jetzt bin ich gespannt. Ich werde schon meinen Spaß mit dir haben. Bist du dir sicher? Muckentrainer Hanna fordert dich heraus. Fifi. Schätzchen, ist das dein Ernst? Level 60, hier drei Pokémon. Feuerzahn. Wie gefällt dir meine Begrüßung bisher? So stark zu sein ist manchmal schon echt eine Bürde. Naja, Morcha. Weiterkämpfen. Ich befürchte, dass ich weiß, was Morcha ist, deswegen. Ja! Eins der neuen Pokémon. Eins von den Pokémon, das ich fangen will für den zweiten Teil unserer Reise. Morcha ist vom Typ Pflanze Geist. Deswegen Flammenblitz. Man sollte von Morcha nicht viel übrig bleiben. Oh, da kennt sich wohl jemand mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen aus. Schon okay, Glurak. Mach einfach weiter. Vulpix? Na, ich hatte auf Malola Vulpix gehofft. Aber okay, Akrobatik. Akrobatik von Glurak wurde blockiert, das ist kein Problem. Knirscher.
Was zum... Wer bist du? Bisschen stärker als du. Champ von Paldea. Boah, abgefahren. Du hast echt meine Schwester besiegt. Ah, Mist, wie konnte ich nur verlieren? Zeig mir einfach, du hast meine Prüfung bestanden. Gerade so. Nun ja, jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dich ins Dorf zu lassen. Aber ich habe hier das Sagen. Klar? Hey, was geht hier vor? Pff, na toll. Komm, Joe, Zeit zu gehen. Aber... warte auf mich! Na, hallo, du bist ein Schüler von Akademie in Paldea, habe ich recht? Ich bin der Verwalter diverser Einrichtungen im Dorf und zudem dafür zuständig, dass ihr euren Aufenthalt hier voll und ganz genießen könnt. Ich hoffe, die zwei Kinder von eben waren nett zu dir. Hm, ja, eigentlich schon. Diese beiden stiften immer wieder Unruhe, vor allem Hannah. Tut mir leid, falls sie dir Ärger bereitet haben. Was sagst du da? An der Bushaltestelle wartet ein kranker Schüler auf Hilfe. Ich werde sofort nach dem Rechten sehen. Geh du ruhig schon mal vor zum Gemeindehaus. Bis gleich. Ist das das Gemeindehaus? Joa. Dann würde ich sagen, schauen wir uns Midoriya noch ein bisschen an. Mal schauen, was die Leute so zählen. Das hier ist Midoriya. Unser Dörfchen ist bekannt für seine Äpfel und die schöne Natur. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich relativ früh an Knöpfe. Rot, rot. Sie haben sehr viel Vulpix-Anhang, nenne ich es jetzt mal. Ja, Items über Items über Items. Das sind irgendwie so Wege, kann das sein? Kann man in die Häuser wieder reingehen? Nein. Hätte ich nicht angeboten. Da lang. Ja, mit dir wollte ich nicht reden, aber danke. Okay, man kann nicht mit ihm reden. Wenn man mit ihm redet, redet man automatisch mit Vulpix. Sehr auch, wenn ein Fremder ins Dorf und klaut erstmal alles. Wenn ich mir Koppels Bauch ansehe, wird mir ganz schwindelig. Und der erinnert mich ein bisschen an Ding. Ich hab sie gesagt. Ja, hast du. Mhm. Genau, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte. Wir haben auf der Karte, wir können hier die Karte wechseln jetzt. Also wenn wir jetzt hier rausgehen und R drücken, kommen wir hier wieder zurück nach Paldea. Und hier haben wir die andere Karte. Genau. Also das, wie gesagt, das ist die Karte. Ich habe es mir vorhin schon ein bisschen angeschaut. Bevor OBS gesagt hat, nö, die Aufnahme kannst du mal knicken. Ich hoffe, die ist noch irgendwo da. Wenn nicht, haben wir natürlich ein Problem. Apfelhügel, Gefährtenplatz haben wir hier. Wir sind hier in Midoriya jetzt. Oniyama liegt vor uns, der Berg. Kitakami Kulturzentrum haben wir hier noch. Das Mündungsufer, Hornschlucht, der Immerwald, die Wildnis von Kitakami. Und wie wir auch schon festgestellt haben, Paradiesebene. Wir können hier nicht raus. Also um uns herum ist Wald, aber da kommen wir nicht hin, weil die Wege hier blockiert sind. Weiß auch Gott wieso, aber ja, ich hätte es echt ganz cool gefunden, wenn man hier ein bisschen erkunden hätte dürfen. Vor allem hier hinten. Vor allem, es schaut aus, als könnte man hier hinten rein. Und das finde ich schade, wenn das eben dann nur, wie soll ich sagen, nur so ein Randgebiet wäre. Und wir praktisch nur auf diesen, ich nenne es jetzt mal, kleinen inneren Teil, weil wie gesagt, das Randgebiet sieht man nur, wenn man ums Rand zoomt und sonst endet die Karte hier. Ihr seht es. Aber wie gesagt, die Karte an sich ist nicht winzig. Ist, glaube ich, aber auch bei weitem nicht so groß wie Paldea. Genau. Jetzt müssen wir schauen, was wir hier noch so finden. Willkommen. Hallo, schön, dass du vorbeischaust. Zieh dich nur in aller Ruhe um. Items kaufen. Kleidung kaufen. Stricksocken, Stricksocken. Und Handschuhe. Ah, Strickhandschuhe. Sehr cool. Ja, brauchen wir alles nicht, danke dir. Finde ich sehr cool, vor allem die Tüte mit Pikachu vorne drauf. Sie lassen sich immer mehr einfallen, das finde ich echt cool. Momos Gemischtwaren ist ein praktischer Laden. Klar kriegt man da verschiedene Items, die verschiedensten Items, aber die alte Dame hinter dem Tresen verkauft auch warme Socken, die sie selbst gestrickt hat. Finde ich cool.
Lob an der Stelle. Ah, Pokémon Center und Co. Neue TMs verfügbar. Das ist irgendwie ein bitteres Pokémon Center. Was ist das denn für eine krasse Schwester Joy, bitte? Ist das Jessie? Die TM-Maschine wurde um den Filter erlernbarer TMs erweitert. Außerdem wurde die Auswahl den Herstellern TMs vergrößert. Viel Spaß damit. Okay. Nitro-Ladung ist auch nicht das, was wir brauchen. Auch eine Drachenattacke. Pflanzenattacken. Terra-Ausbruch, Solarstrahl. Warum kann er Solarstrahl nicht lernen? Das wäre doch lustig. Anspringen. Ey, okay. Knapfel kann nicht so viel lernen. Ist auch okay. Nein, da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht hin. Egal, was wir jetzt da getriggert haben. Schade. Hier entlang. Ah, sie sind da. Danke, dass du dem Verwalter Bescheid gesagt hast, Matze. Unseren Patienten geht es auch schon wieder deutlich besser. Also dann, alle miteinander. Das ist unser Gemeindehaus. Hier werdet ihr für die Dauer eures Aufenthalts übernachten. Eigentlich war geplant, euch in derselben Unterkunft unterzubringen wie die Schüler der Blaubeerakademie. Aber jetzt gehört diese Unterkunft ganz unseren Gästen von der Orangenakademie. Stimmt, ja, ich hatte ganz vergessen, dass die beiden aus dem Dorf hier kommen. Trete ruhig ein, keine Scheu. Kommt herein, schaut heraus. Eure Schuhe könnt ihr ruhig anbehalten. Wenn sie arg verdreckt sind, wascht sie nur bitte kurz am Wasserhahn beim Eingang ab. Ist schick und sauber hier, was? Diese Einrichtung wurde erst kürzlich gebaut und kann daher selbst mit dem modernen Schnickschack der Großstadt mithalten. Das ist der Gemeinschaftsraum. Hier könnt ihr nach Belieben fernsehen und euch unterhalten. Was immer ihr wollt. Die Kantine befindet sich dort vorne und hier sind die Toiletten. Dort hinten geht es zu den Schlafräumen, wo ihr euch ausruhen könnt. Da wir genug Platz haben, bekommt jeder sein eigenes Zimmer. So, das wäre dann auch schon alles, was ihr wissen müsst, denke ich. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch einfach an die Mitarbeiter am Empfang. Wunderbar, vielen Dank für die Erklärungen. Na, wollt ihr auch etwas zum Herrn Verwalter sagen? Danke für die Gastfreundschaft. Danke, dass wir hier übernachten dürfen. Oh, wie höflich ihr alle seid. Da geht einem ja richtig das Herz auf. Fühlt euch bitte ganz wie zu Hause. Ihr seid sicher erschöpft von der langen Reise. Es ist noch etwas früh, aber lasst uns schon mal zu Abend essen und dann bald schlafen gehen. Wir haben eine ganze Menge Essen für euch vorbereitet, also lasst es euch schmecken. Vielen Dank, das war echt lecker. Für heute gibt es kein Programm mehr, also steht dir der Abend zur freien Verfügung. Aber denk daran, dass die Exkursion dann morgen richtig losgeht. Sieh zu, dass du nicht verschläfst. Genau. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Begib dich in deinen Schlafraum. Müssen wir noch schauen, was wir bis dahin noch machen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao mit V. Wir sehen uns morgen wieder zur zweiten Folge. Ich hoffe, ich kann jetzt noch ein bisschen was vom Anfang retten, was OBS mir da ein bisschen verschandelt hat. Wenn nicht, tut es mir sehr leid natürlich. Aber dann können wir es leider auch nicht mehr rückgängig machen. Ja. Wir schauen einfach mal. Ich schaue, was ich retten kann. Wir sehen uns morgen wieder zur Folge 2 hier zum DLC von Pokémon Karmesin, die türkis-grüne Maske. Bis dann, Tschüssikowski.